die funktionale Ausdifferenzierung der Gesellschaft. Das hier ist Black Doom Metal. Das hier ist Black Metal. Das hier ist Dark Metal. Das hier ist Death Doom Metal. Das hier ist Death Metal. Das hier ist Doom Metal. Das hier ist Doom Core Metal. Das ist Throne Doom Metal. Das ist Epic Doom Metal. Das ist Epic Hollywood Metal oder Symphonic Electric Metal. Das hier ist Extreme Metal. Das ist Florida Death Metal. Das ist Flower Metal oder auch Heavy Metal genannt. Das ist Funeral Doom Metal. Das ist Gothic Metal. Das ist Hair Metal, auch Clan Metal oder Pulsar Metal genannt. Das ist Industrial Metal. Das ist Japanese Power Metal. Das ist Heavy Metal. Das ist Melodic Death Metal. Das ist Metalcore. Das ist Neo Thrash Metal. Das ist die New Wave of British Metal. Das ist New Metal. Nein, verzeihung, das war New York Death Metal. Das ist natürlich New Metal. Oldschool Death Metal. Das ist Opera Death Metal. Power Metal. Das ist Progressive Metal. Das ist Slam Death Metal. Das ist Stoner Doom Metal. Das ist NSDM, Nationalsozialistischer Black Metal. Das ist Swedish Death Metal. Das ist Symphonic Metal, auch Epic Metal genannt. Das ist Technical Death Metal. Das ist Thrash Metal. Das ist True Metal. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich. Ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich,
indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche. Und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich in dem Gespräche ersetze. Diese Tulpe auf einem Grab, von der ich spreche und die ich in dem Gespräche ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich in dem ich spreche ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich in dem ich spreche ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich in dem ich spreche ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich in dem ich spreche ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich in dem ich spreche ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich in dem ich spreche ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich in dem ich spreche ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich in dem ich spreche ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich in dem ich spreche ersetze, die aber in dem Maße unersetzbar bleibt, wie sie schön ist. Jacques Derrida. Thank you.
den 16.11.2013. Thesen: erstens, unglücklich verliebt sein, das ist antikapitalistisch. Zweitens, Musikprogramm im ICE, die 5. Sinfonie von Beethoven erklingt heute in umgekehrter Satzfolge. Drittens, Protest, spiele die Sonifikation von Gehirnwellen vor dem Gebäude der Bild-Chefredaktion laut ab. Viertens, lies Kafkas Brief an den Vater, deinem Vater, vor. Fünftens, nach meinem Tod sollen sämtliche Schriften Kafkas vernichtet werden. Sechstens, alles was wir wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Luhmann. Widerlege diese Aussage am Klavier oder auf der Harfe. Siebtens, Genie und Wahnsinn liegen manchmal weit auseinander. Achtens, Loriots Nudelsketch im Radio hören. Neuntens, der Künstler muss als Bürger Sozialist, aber als Künstler Anarchist sein. Kurt Eisner, 1919. Zehntens, Menschen, welche in der Entwicklung der Musik zurückgeblieben sind, können dasselbe Tonstück rein formalistisch empfinden, wo die Fortgeschrittenen alles symbolisch verstehen. Nietzsche, Menschliches, allzu Menschliches, Nummer 215. Elftens, der Pistolenschuss ist der Aphorismus schlechthin. Zwölftens, Popmusik als weißes Rauschen hören, weißes Rauschen als Popmusik hören. Dreizehntens, je unmusikalischer, desto musikalischer. Vierzehntens, als der erste Satz aus Franz Kafkas Verwandlung eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich verwandelt in diesen Satz. 15. Die letzten Tonhöhen verknüpft ein Einzelner. 16. Beschreibe deine Work-Life-Balance mit Hilfe einer begleiteten Melodie in A-Moll. 17. Spiele, solange Gott nicht erscheint, einen Akkord. 18. Hieße ich Otto, nie könnte ich etwas normal verbrauchen. 19. Auch bei Freundschaftsspielen im Fußball sollte es nach unentschieden Elfmeterschießen gehen. 20. Die Lust im Museum, jemandem ein Bein zu stellen. 21. Hirnforschungen haben ergeben, dass ich der beste Komponist bin. 22. Die Philosophen haben die Welt immer nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, Marx zu zitieren. 23. Totenschädel sehen immer so aus, als würden sie grinsen. 24. Einen unaussprechbaren Namen haben und dann am Flughafen provozieren, dass man ausgerufen wird. 25. Sehnsucht danach, dass der Zweite Weltkrieg 1 Million Jahre zurücklegt. 26. Man sieht es auf jedem Foto, das 19. Jahrhundert war noch überhaupt nicht reif für die Erfindung der Fotografie. 27. Die Angst, wenn ich einen Arzttermin ausmache, dass ich in der Zwischenzeit genese und vor dem Arzt wieder Depp dastehe. In der Ausstellung auch. 28. Stilkritik. Niemals bei Geburtsanzeigen angeben, wie viel das Neugeborene wiegt. Wenn dann bei Todesanzeigen zuschreiben, wie viel die Leiche wiegt. 29. Durchsage im Aufzug, Ausstieg in Fahrtrichtung links. 30. Ich will das jetzt alle mal über Klang nachdenken. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Von der ich spreche und die ich, indem ich spreche, ersetze. Diese Tulpe, von der ich gerade gesprochen habe und die ich, indem ich jetzt wieder von ihr spreche, wiederum ersetze. Sie ersetzen mir ständig Dinge. Sindelfingen, 16.11.2013, das ist weißes Rauschen, aus dem die Frequenzen 1611 Hertz und 2013 Hertz herausgefiltert wurden. Thank you.